Ich bin Künstler aus Berlin und heute wird es direkt mal wieder ein bisschen persönlich. Und zwar wollte ich meiner Freundin zum Geburtstag ein Bild malen und habe da mal wieder so meinen inneren Bob Ross rausgelassen. Landschaften hauen mich jetzt eigentlich nicht so um, aber sie ist ein Riesenfan von Bergen, weswegen ich dachte, ich male einfach eine hübsche kleine Landschaft aus dem Urlaubsort, in dem wir im Winter waren. Das Schöne bei Landschaften ist halt, dass man keine Ahnung von Anatomie haben muss und dass es eigentlich reicht, halbwegs die Farbtöne vernünftig zu treffen. Also Winterlandschaften ist eigentlich das Schwierigste der Schnee, aber wenn man erstmal auf den Trichter kommt, dass der nicht weiß ist, sondern eher so ein helles Blau, dann ist das auch alles gar nicht so kompliziert. Ich mache sowas ganz gerne im impressionistischen Stil, das ist ein bisschen der Urgroßvater von Pixel Art, was eigentlich nur heißt, dass es von nah dran nicht besonders doll aussehen muss und je weiter man weg ist, desto weniger Details sieht man und dadurch sieht es dann irgendwie alles viel besser aus. Gerade bei Landschaften finde ich das einfach sehr verlockend, weil man sich da nicht hinsetzen muss und jede einzelne Tanne einzeln auswursteln muss. Waren auf jeden Fall zwei sehr entspannte Mal-Sessions und nach insgesamt 2 Stunden war ich dann fertig damit. Sie hat sich sehr darüber gefreut und mit genügend Abstand, finde ich, sieht das Bild fast so atemberaubend aus. Wie du.